Bei Facebook habe ich ja einen Aufruf gestartet, dass Leute mal Lifehacks einsenden sollen, die ich machen soll. Ich habe auch extra nicht drunter geguckt, ist mir sehr schwer gefallen. Und ja, liebe Leute, hier sind eure Lifehacks. Wenn ihr mir irgendeine Scheiße geschickt habt, stecke ich euch den Finger in Puppe, damit das schon mal klar ist. Defi, der Jan hat uns geschrieben, dass man mit Cola und etwas Alufolie ganz einfach Rost entfernen kann. Wie das wohl geht? Ich gebe das jetzt da rein, ne? Einfach nur mal so reinhalten, oder was? Die Cola riecht aber gut. Okay, so. Es wird ein bisschen blanker, ja? Aber ich sehe da jetzt nicht. Wer hat denn meine Brille von euch weggepackt? Irgendeiner, ich habe die hier hingelegt. Irgendeiner hat die jetzt weggepackt. Die ist so groß, die sieht man. Ja, die habe ich da hingelegt. Habt ihr Glück gehabt. Ah, jetzt sehe ich auch mehr. Ja, Jan, du wolltest ja nicht arbeiten, ne? Da wird's besser, ne? Sieht man das? Wenn du es da reinlegst und drin liegen lässt, das frisst schon. Mach dir da keine Sorgen. Das wird. Ja, ich würde sagen, ich packe die rostige Schere jetzt einfach mal da rein und da kommen wir dann einfach irgendwann später im Lauf der Sendung nochmal zu zurück. Miriam würde ganz gerne wissen, ob man tatsächlich zwei Pizzen auf ein Backblech bekommt. Für den Hack hast du ein Messer und ein Backblech. Ach, jetzt kommt der mir mit so Dingern da. Oh. Ja. Keine Ahnung. Wenn du nur ein Backblech hast, dann mach die beiden hintereinander. Okay, also ich würde ganz ehrlich, ich würde die Pizzen durchschneiden. Ich glaube, was die Miriam meint, ist, dass wir die jetzt hier so schneiden können und dann dementsprechend hinlegen. Weißt du, wie ich meine? Und dann müsste das passen. Da muss ich aber ein Schneidebrettchen haben, ne? So, ja, aber wie jetzt? Einmal nur durch? Aber jetzt mal ohne Scheiße, ne? Jetzt mal ohne Scheiße. Wer isst so eine Pizza? Oh. Ja klar, so. Hast du recht. Ja, geht auch so. Da kann man zu zweit auch seine Pizza futtern. Nicht schlecht, meine Liebe. Und zu guter Letzt hat Esther mal davon gehört, dass man mit Rasierschaum das Backblech oder seinen Ofen wieder sauber bekommt. Esther, bist du dir sicher, wenn ich da jetzt Rasierschaum drauf haue, dass das funktioniert? Du willst mich nicht nur verarschen. Gucken wir mal, ne? Ich nehme immer das Rasiergel für meinen zarten Kopf. Esther, das ist wunderbar, dass du das irgendwo gesehen hast. Ich rate dir aber, mach es nicht selber, denn das ist der größte Schwachsinn, den ich je gesehen habe. Boah, das riecht jetzt nach,
nach billig Pizza und Bad. Ja, da bist du hier am Scheuern, tun und machen. Da kannst du das auch, das Grobe runter. Dann machst du ein Spüli und machst es mit einem Spüli sauber. Wofür brauche ich diesen fucking Rasierschaum? Ja, nee, das ist ja Rasiermus. Was für ein Arsch. Guck dir an. Da kann ich, da muss ich schrubben. Da muss ich genauso schrubben, als wenn ich alles. Das ist jetzt nicht toll. Völliger Tipp. Nee, ist er so richtig funktionieren, tut er nicht. Aber wir haben es ausprobiert. Mal eben gucken, was unsere Schere macht. Ja. Es muss länger drin liegen, aber dann wird's. Also Cola frisst. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da trinkst du. Kannst du dir vorstellen, was das mit deinem Magen macht? Esther, Jan, Miriam, ich bedanke mich recht herzlich dafür, an alle anderen natürlich auch. Die wurden jetzt erstmal genommen. Geile Geschichten, das war ein User-Special. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr Sachen ausprobiere, die ihr so gesehen habt, dann einfach raus damit. Clipfish.de hinschicken, Papa probiert. Willkommen im Deffys Spritti Show. Wie werde ich in 5 Minuten so besoffen, dass ich eine Wespe sehe? Aber da ist auch eine. Oh. In unserer nächsten Folge testet Deffy die besten Lifehacks zum Thema Wein.